In der ersten Aufgabe musste man erstmal ein Diagramm zeichnen. Und dann war da im Text gegeben, es soll eine Zeitfunktion geben, die sollte erstmal innerhalb von einer Sekunde auf einen Wert von 80 ansteigen. Dann sollte die springen und für die nächsten 3 Sekunden, für eine Dauer von 3 Sekunden, einen Wert von konstant 15 haben. Dann sollte die wieder springen und für die nächsten 2 Sekunden oder für eine Dauer von 2 Sekunden den Wert minus 5 haben. Und dann sollte die wieder springen und nochmal für eine Dauer von 4,8 Sekunden konstant sein. Und dann sollte sich dieser Vorgang periodisch wiederholen. Also wenn ich mal hier ein paar Maße dran schreibe, das sollte 1 Sekunde sein, das sollten 3 Sekunden sein, das hier 2 Sekunden und das nochmal 4,8 Sekunden, sodass man sagen kann, die Periodendauer hier hinten, das alles zusammengerechnet, das sind schon mal 10,8 Sekunden. No, und das hier ist dann die Zeit in Sekunden und das sollte der Strom sein. Ein zeitabhängiger Strom in Ampere. Und nochmal, das hier vorne waren 80, das hier waren 15 und dieser Wert hier, das waren minus 5. Und dann war von diesem Stromverlauf der Mittelwert auszurechnen. Wenn man jetzt den Mittelwert haben will, ich nenne ihn mal klein i mit einem Strich drüber. Dann müssen wir einmal über die Periodendauer integrieren von 0 bis t über die Zeitfunktion. Kriegen dann sowas raus wie Ampere mal Sekunde. Weil wir aber wieder in Ampere raus haben wollen, müssen wir noch einmal durch die Periodendauer teilen. So, jetzt kann man dieses Integral natürlich so abschnittsweise ausrechnen. Also unterteilen wir das mal. Integrieren erstmal von 0 bis 1 Sekunde. Jetzt brauchen wir für diesen linearen Anstieg eine Funktionsgleichung. Das Anstiegsdreieck ist 80 Ampere pro Sekunde mal t und das nach t integriert. Und dann brauchen wir den zweiten Abschnitt, der geht von 1 Sekunde bis 4 Sekunden. Und da hat die Funktion den Wert konstant 15 Ampere, das nach t integriert. Und dann brauchen wir noch den nächsten Abschnitt von 4 Sekunden bis 6 Sekunden. Da hat die Funktion den Wert minus 5 Ampere nach t integriert. Und dann gibt es noch diesen Abschnitt hier hinten. Da ist die Funktion aber 0. Wenn man über 0 integriert, kommt da auch 0 raus. Deswegen lasse ich das jetzt gleich mal weg. So, und jetzt müssen wir abschnittsweise die Stammfunktion ausrechnen. 80 Ampere pro Sekunde ist eine Konstante, die kann man einfach übernehmen. T nach t integriert ergibt t Quadrat halbe. Das ist immer noch in den Grenzen von 0 bis 1 Sekunde. Dann 15 Ampere als Konstante nach t integriert ergibt 15 Ampere mal t. Das ist immer noch von 1 Sekunde bis 4 Sekunden. Und genau das gleiche, minus 5 Ampere als Konstante nach t integriert ergibt minus 5 Ampere mal t von 4 Sekunden bis 6 Sekunden. Ja, und dann kann man das einfach einsetzen und ausrechnen. Die 1 Sekunde als obere Grenze eingesetzt, ergibt Sekunde zum Quadrat. 80 durch 2 ergibt 40 und das Sekunde Quadrat und das Sekunde kürze ich einmal weg, sodass da 40 Ampere Sekunden überbleiben. So, dann haben wir obere Grenze minus untere Grenze, 4 minus 1 ergibt 3, 3 mal 15 ergibt 45 und von der Einheit her Ampere Sekunden. Und dann haben wir nochmal 6 minus 4, obere Grenze minus untere Grenze ergibt 2 Sekunden, minus und 5 mal 2 sind 10 Ampere Sekunden. Dann kann man das zusammenfassen, 40 plus 45, 85 minus 10 sind 75, also haben wir 75 Ampere Sekunden durch 10,8 Sekunden. Kürzen die Sekunden weg, bleibt Ampere über. Und das kann man dann noch als Zahlenwert ausrechnen, das sind 6,9 Ampere oder 6,94 Ampere genau. Und als nächstes war noch der Effektivwert zu berechnen. Und der Effektivwert, schreibe ich mal ein großes i hin mit einem Index f dran für Effektivwert, geht ungefähr genauso. Wir integrieren einmal über eine Periodendauer über die Zeitfunktion, aber nicht über die Zeitfunktion an sich, sondern über deren Quadrat. Teilen am Ende wieder durch die Periodendauer
Periodendauer. Ne, dann kommt also hier sowas raus wie Ampere Quadrat mal Sekunde durch Sekunde ergibt Ampere Quadrat. Wir wollen aber Ampere haben am Ende, also müssen wir davon noch einmal die Wurzel ziehen. So, und dann kann man das genauso machen wie vorher, das Integral aufteilen. Also 1 durch t, eine Klammer. Jetzt integrieren wir halt von 0 bis 1 Sekunde von 80 Quadrat Ampere Quadrat durch Sekunde Quadrat mal t Quadrat. Also das, was da oben steht, einfach zum Quadrat genommen, immer noch nach der Zeit integriert. Dann das Integral von 1 Sekunde bis 4 Sekunden. 15 Quadrat Ampere Quadrat nach t integriert und noch das Integral von 4 Sekunden bis 6 Sekunden von minus 5 zum Quadrat. Da fällt nachher natürlich das Vorzeichen weg. Ampere Quadrat und ebenfalls nach der Zeit integriert. Und im letzten Zeitabschnitt ist die Funktion immer noch 0. Über die 0 integriert bleibt immer noch 0. Das spare ich mir mal hier mit aufzuschreiben. Und die Wurzel über alles drüber. Und ich schreibe mal hier vorne weiter. Jetzt ist es eigentlich nur wieder genau das gleiche Spiel. Das Ausrechnen, die Stammfunktion hinschreiben. Die Konstante 80 Quadrat und Ampere Quadrat und das Sekunde Quadrat können wir abschreiben. T Quadrat nach T integriert ergibt T hoch 3 Drittel. Und das immer noch in den Grenzen von 0 bis 1 Sekunde. Und das nächste ist wieder relativ einfach. Die Konstante abgeschrieben. Die Konstante nach t integriert ergibt das mal t. Und das immer noch in den Grenzen von 1 Sekunde bis 4 Sekunden. Und das letzte hier schreibe ich jetzt mal das Minus nicht mit hin. 5 Quadrat Ampere Quadrat. Das auch nach t integriert als Konstante ergibt mal t und das in den Grenzen von 4 Sekunden bis 6 Sekunden. Und die Klammer zu und die große Wurzel drüber. Ja, und jetzt ist das der Rest Number Crunching und das einfach ausrechnen. Also 1 durch t abgeschrieben. Ich schreibe mal einfach hin 80 Quadrat, das kann man ja in den Taschenrechner eingeben und ausrechnen, Drittel. Und wenn wir mal auf die Einheiten schauen, haben wir hier Sekunde hoch 3 durch Sekunde Quadrat. Das ergibt also Ampere Quadrat mal Sekunde. So, dann haben wir hier 15 Quadrat, auch das kann man ja gut in den Taschenrechner eintippen, mal obere Grenze minus untere Grenze mal 3. Und als Einheit auch Ampere Quadrat mal Sekunden. Und hinten haben wir dann noch 5 Quadrat mal obere Grenze minus untere Grenze ergibt 2. Und die Einheiten sind auch Ampere Quadrat und Sekunde. So, Klammer zu und die Wurzel drüber. Jetzt kann man das einfach in den Taschenrechner einsetzen und kommt darauf, dass alles zusammengerechnet sind 2858 Ampere Quadrat Sekunde. Die Periodendauer sind immer noch 10,8 Sekunden, sodass sich die Sekunden wegkürzen. Wir bekommen Ampere Quadrat raus, davon die Wurzel ergibt schon mal Ampere. Und der Effektivwert, wenn man den dann ausrechnet, sind 16,3 Ampere. Wenn man jetzt diese Aufgabe nicht während einer Klausur- oder Leistungskontrolle löst, sondern einen Computer zur Verfügung hat, kann man das natürlich auch sehr schön in der T-Space machen. Man nimmt eine Stromquelle, gibt der PWL Piecewise Linear genau diese Werte vor. Nur bei 0 und 0 soll der Start mal 1 Sekunde 80 Ampere und so weiter und so fort. Lässt den Strom einmal durch den Widerstand fließen, damit das hier irgendwie eine geschlossene, sinnvolle Masche ergibt und stellt ein, das Ganze soll jetzt bitte mal für eine Dauer von 10,8 Sekunden simuliert werden. Und dann simuliert man das und dann kriegt man genau diesen Stromverlauf raus, der vorher auch gezeichnet wurde. Und jetzt kann man mit Hilfe der Steuerung-Taste, wenn man die gedrückt hält und hier oben drauf klickt, sich den Mittelwert 6,9 Ampere und den RMS, den Root Mean Square, den quadratischen, also die Wurzel des quadratischen Mittelwerts, dem Effektivwert anzeigen lassen. Das sind dann 16,3 Ampere ungefähr. Und das stimmt ja auch ziemlich gut mit dem überein, was hier von Hand ausgerechnet wurde. So, was sind die häufigsten Sachen, die dabei schiefgelaufen sind?
Also eine Schwierigkeit war schon mal die Aufgabenstellung zu verstehen. Wenn da zum Beispiel steht, konstant 15 Ampere für 3 Sekunden, dann meint das eben für eine Dauer von 3 Sekunden und nicht irgendwie zum Zeitpunkt 3 Sekunden haben wir 15 Ampere. Dann der lineare Anstieg, damit ist natürlich der Graph einer linearen Funktion ist eine Gerade. Auch das ist irgendwie ein Anstieg oder das ist auch ein Anstieg auf 80 Ampere innerhalb von einer Sekunde, aber der ist halt von linear weit entfernt. Und ansonsten gab es natürlich alle möglichen Rechenfehler beim Berechnen dieser Integrale hier. Oder was auch schiefgelaufen ist, dass eben diese Aufteilung dieses langen Integrals oder dieses gesamten Integrals in die Teile nicht so ganz korrekt war. Und dann eben zum Beispiel beim Effektivwert hier so ein typischer Fehler, dass man halt hier so Einzelwurzeln um diese Integrale rumgezogen hat und dann die Einzelwurzeln addiert hat, was natürlich Quatsch ist, weil die Wurzel einer Summe ist nicht das gleiche wie die Summe von den Wurzeln. Und da kommt man hier am Ende natürlich auch nicht auf den richtigen Effektivwert.